Es geht Schlag auf Schlag weiter. Nach einer englischen Woche folgt bereits der nächste Gegner, Leipzig, hier am Samstag zu Gast im Deutsche Bank Park. Und damit ein herzliches Gude hier aus Frankfurt mit im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Heimspiel für unsere Eintracht Leipzig zu Gast. Fest steht, uns wird keine leichte Aufgabe erwarten. André Silva verließ die Eintracht im Sommer nach Leipzig. Dazu gewonnen haben wir aber einen, der den Verein und dessen Strukturen aus erster Hand kennt. Mein Kollege Marc Hindelang hat mit unserem Sportvorstand Markus Krösche über die sportliche Lage gesprochen. Markus, wenn der Begriff der launischen Diva auf Eintracht Frankfurt zutrifft, dann vielleicht jetzt in den letzten Tagen, letzten Wochen, wie findest du dieses Date mit dieser Diva im Moment? Ja, es ist natürlich, dass wir natürlich nicht zufrieden sind, muss man ehrlicherweise sagen. Nicht mit den Ergebnissen, sondern auch mit der Art und Weise, wie wir jetzt in der Bundesliga gespielt haben. Sicherlich war es jetzt gegen Piräus ein gutes Spiel, aber bei uns fehlt momentan immer noch die Konstanz und speziell auch gerade in den letzten beiden Spielen der Bundesliga, sowohl gegen Hertha als auch gegen Bochum, war das einfach nicht gut und wir müssen einfach an den Dingen jetzt arbeiten, müssen sehen, dass wir da immer die richtigen Schlüsse auch draus ziehen, damit wir dann auch in der Zukunft, in den nächsten Wochen, die Spiele für uns erfolgreich gestalten und das ist jetzt der Fokus. Wie sehr wirkt denn dann eigentlich so eine Niederlage wie in Bochum nach, intern? Ja, die wirkt schon nach. Das ist ja klar, dass du natürlich unzufrieden bist, dass die Spieler unzufrieden sind. Das ist schon so, dass du da ein, zwei Tage brauchst. Aber es geht ja auch darum, einfach Lösungen zu finden. Also natürlich müssen wir uns mit dem Spiel auseinandersetzen, mit den Dingen, haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht. Da muss man ehrlicherweise sagen, haben wir gegen Bochum relativ wenig gut gemacht und müssen uns jetzt darauf konzentrieren, die Dinge einfach besser umzusetzen. Und da ist das Trainerteam dran, mit dem Staff die Dinge zu analysieren, den Spielern dann mitzugeben. Und dann geht es darum, die Dinge auf Platz umzusetzen. Wir haben jetzt mal eine Woche, wo wir trainieren können, haben jetzt kein Spiel während der Woche. Und dann werden die Inhalte, dann, die wir dann mit den Jungs besprechen, dann auch auf den Platz umgesetzt. Und dann müssen wir es gegen Leipzig besser machen. Und das werden wir dann auch besser machen, damit wir das Spiel gewinnen können. Und natürlich geht der Blick nach vorne. Immer muss er nach vorne gehen. Leipzig ist der nächste Gegner. Wenn man innerhalb der Bundesliga wechselt, kommt es dann irgendwann dazu, dass man auf einen Ex-Club trifft. Ist ja bei dir so. Was verbindest du mit diesen zwei Jahren? Unter anderem ja auch eine Champions-League-Halbfinalteilnahme mit RB Leipzig. Ja, wir haben zwei sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Du hast ja gerade schon angesprochen, wir waren im Halbfinale in der Champions League. Wir waren in der Bundesliga sehr erfolgreich, im letzten Jahr dann ja auch im Pokalfinale. Von daher, ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit dort. Es sind auch noch viele Mitarbeiter da, mit denen ich natürlich auch immer noch Kontakt habe. Ich freue mich auch, die Jungs wiederzusehen, weil natürlich so zwei Jahre natürlich auch verbindet. Und von daher freue ich mich auf das Wiedersehen. Aber in allererster Linie geht es erstmal für uns darum, ein gutes Spiel zu machen und am Wochenende dann gegen Leipzig auch zu gewinnen. Und das ist das Ziel. Und danach kann man dann auch mit dem einen oder anderen mal sprechen. Wir werden auch gleich in der Sendung den Gegner analysieren. Jesse Marsch ist der Trainer, also auch da neuer Trainer, der ein bisschen was verändert hat. Wie sehr hat sich da der Stil verändert, wenn überhaupt? Ja, ich meine, RB steht natürlich für einen gewissen Spielstil und Jesse hat ja sowohl jetzt in Salzburg auch gearbeitet und jetzt natürlich in Leipzig und lässt auch diesen Spielstil spielen. Von daher ist das ja was jetzt nicht ungewöhnlich ist. Vielen Dank. So viel von unserem Sportvorstand Markus Krösche zur derzeitigen sportlichen Lage. Er sagt auch, die Niederlage wirkt nach und Lösungen müssen gefunden werden. Und genau das werde ich jetzt mit unserem Experten Alex Schur besprechen. Hallo Alex. Hallo Alina. Am Samstag kommt Leipzig zu uns in den Deutsche Bank Park. Ein schwieriger Gegner. Sie sind nach wie vor in drei Wettbewerben vertreten. Was macht die Leipziger aber jetzt so schwierig? Generell muss man sagen, sicherlich einer der drei stärksten Mannschaften in der Bundesliga. Gerade was das Personal anbetrifft, sehr, sehr starke Spieler. Hatten am Anfang mit ihrem neuen Trainer Jesse Marsch genauso Probleme wie bei anderen Vereinen, die neuen Trainer gerade installiert haben, der vielleicht eine andere Idee hatte. Mittlerweile haben sie ihr System gefunden, auch die Stammelf gefunden. Und das sieht man auch, die Ergebnisse sind stabiler, die Leistungen sind stabiler und das macht sie jetzt auch natürlich aktuell gefährlich. Aus deiner Erfahrung, was würdest du denn sagen? Unsere Eintracht hat zu Beginn der Saison gegen viele gute Gegner recht gut gespielt, gegen die etwas oder vermeintlich schwächeren Gegner jetzt auch etwas geschwächelt. Woran kann das liegen? Ja, im Prinzip ist es klar, dass wenn du gegen den schwächeren Gegner spielst, in Anführungszeichen, oder gegen den Aufsteiger,
Da musst du mehr agieren. Ja? Du hast das Heft des Handelns sozusagen in der eigenen Hand. Du musst Lösungen finden, du musst kreativ sein. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, als wenn du nur darauf reagierst und dann versuchst, aufs Konter zu gehen. Ja? Ein Pass in die Tiefe und dann mit vielen Spielern nachrücken, ist einfach das simplere Spiel. Und von daher tun sich Mannschaften, die vielleicht momentan auch ein bisschen Schwierigkeiten haben im Ballbesitz, einfach ein bisschen schwieriger damit. Und die Favoriten oder die stärkeren Gegner, wie gesagt, die müssen erstmal einen tiefen Gegner bespielen. Und das ist im Grundsatz vom Spiel einfach ein bisschen schwieriger. Julian Nagelsmann hat ein anderes System gespielt als jetzt Jesse Marsch, der hat zweimal umgestellt. Bist du der Meinung, wir müssten auch eventuell bei uns im System nochmal was umstellen, um offensiv auch ein bisschen besser agieren zu können? Ich denke, wir haben ja schon am Anfang von Viererkette auf die Fünferkette geswitcht. Ich denke, das hat auch phasenweise ganz gut funktioniert. Es ist nicht immer nur eine Sache des Systems. Also ich glaube, dass wir generell versuchen müssen, auch unsere Stammelf zu finden, auch unser System zu finden. Ich denke, dass das System in der Dreier- oder Fünferkette, das passt eigentlich ganz gut auf unsere Mannschaft. Und wie gesagt, wir haben ja phasenweise auch sehr, sehr gute Spiele gemacht. Und da muss man langsam eine gewisse Konstanz reinbringen. Ja? Man darf nicht immer wechseln, das verunsichert die Mannschaft ein bisschen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir halt da in Zukunft, wie gesagt, genau in der Richtung stabiler werden. Ich würde aber mal sagen, lass uns mal auf die Aufstellung blicken und auch in Richtung Taktiktafel gehen. Alles klar. Das ist jetzt das System, das möglicherweise am Samstag gespielt werden kann. Leipzig steht natürlich ein bisschen offensiver. Glaubst du, so können wir das auch erwarten? Ja, ich denke schon, dass Leipzig bei ihrem offensiven Spiel bleibt. Ja, das ist ja ihre Grundphilosophie, den Gegner permanent unter Druck zu setzen mit eigenen offensiven Aktionen. Ich denke auch, dass wir hier die Dreierkette sehen, die immer versuchen, relativ tief in die gegnerische Abwehr reinzuspielen. Sehr offensiven Außen, die sind jetzt hier noch sehr weit hinten. Aber dass hier die Außen im Prinzip relativ viel Bahn machen und versuchen, sehr, sehr viele Eingaben von außen zu bringen. Hier zwei Halbstürmer, die auch sehr, sehr schwierig zu verteidigen sind, weil sie sich permanent im Raum bewegen. Auch gar nicht so die richtige Position für sich haben, sondern wirklich da sich frei bewegen können. Und das ist halt auch schwierig für uns, entsprechend zu verteidigen. Leipzig ist im Pressing meist sehr stark. Was macht die Leipziger in der Offensive so gut? Was ich eben schon angesprochen habe, gerade die Breite ist wirklich extrem. Das heißt, man sagt so schön, die Außenspieler braucht einen weißen Schuh. Das heißt, hier in dem Fall der rechte Schuh. Der Spieler bleibt immer an der Linie, an der markierten Linie sozusagen mit seinem rechten Schuh immer auf der Linie drauf sozusagen, um hier die Breite zu schaffen. Und wenn man im Prinzip hier Raum gibt für den Spieler, der dann nahe kommen kann in die Flankenposition, hat man viele Flanken von außen und das versucht auch Leipzig immer, das hat sie auch in den vergangenen Jahren immer stark gemacht, viele Eingaben von außen, scharfe Eingaben von außen und hier, wie gesagt, die Halmstürmer, die immer wieder in die Mitte nachstoßen, unterstützt vielleicht von dem einen oder anderen Sechser, was bedeutet, dass hier extrem nach innen verteidigt werden muss von den Innenverteidigern. Und so eine geballte, dass man eine geballte Mitte hat. Man hat viel Zufallsbälle, zweite Bälle, die dann runterkommen können. Und das ist für mich sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Das ist jetzt nur die vorläufige Aufstellung. Aber bist du der Meinung, so könnte unsere Eintracht am Samstag auftreten? Ja, das ist ja so das Pendant zu einer tiefen Verteidigung von München. Da haben wir in so einem 5-4 gespielt, also mit wirklich zwei Ketten, die sehr, sehr eng aufeinander gespielt haben, um dem Gegner auch sozusagen den Raum zu nehmen. Das wird auch hier passieren, nehme ich an, dass wir versuchen, der Angriffsgeschwindigkeit ein bisschen entgegenzuwirken mit unseren Außen, dass wir den Außenspieler im Prinzip den Raum nehmen, diese Geschwindigkeit aufzunehmen, weil dann werden die Flanken scharf, dann haben wir auch Probleme. Und dass wir versuchen, hier mit den Dreien eine sehr, sehr stabile Mitte zu machen. Also die Räume sehr, sehr eng zu nehmen und im Prinzip Leipzig das Spiel auch über die Mitte sehr schwer zu machen, weil einfach kein Raum da ist. Ja, so haben sie immer einen auf den Füßen stehen und so müssen wir auch arbeiten. Also hier verhindern wir sozusagen, also hier nehmen wir früh den Außenspieler auf, sodass er im Prinzip die Flanke eher
etwas weiter vom 16er bringen kann, was dann leichter ist zu verteidigen, wenn die Flanke dann reinkommt. Und das hier die zentrale Mitte ist dichter. Genau, mit den drei, wie in welcher Konstellation auch immer wir dann spielen, einfach ja, im Prinzip hier die zwei Sechser bzw. die zwei Halbstürmer auch besser bearbeiten können. Okay. Was glaubst du denn jetzt, wird unsere Eintracht am Samstag leisten? Was glaubst du, wie das Spiel ausgeht? Ja, ich denke aus einer guten Formation, also ich nenne es immer Positionsgitter, auch jetzt hier über die zwei, ein Halbstürmer vorne, ein Stürmer vorne, dass wir sehr gut über den Konter kommen, ähnlich wie in der zweiten Halbzeit in München, dass wir ja, Nadelstiche setzen können und dass wir im Prinzip immer wieder die Leipziger zu einer Umschaltbewegung zwingen, ja, tiefe Läufe zurück und dass wir da im Prinzip irgendwann das Tor machen und das dann leidenschaftlich verteidigen. Ich habe ja jetzt gehört, dass wir 51.500 Zuschauer im Stadion haben können und das wird auch eine besondere Stimmung bedeuten und das wird die Jungs auch wirklich dazu veranlassen, alles in den Zweikämpfen zu geben. Gut, so viel von unserem Experten Alexander Schur zur Aufstellung am Samstag. Ganz lieben Dank, Alex. Danke dir. Einer, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch am Controller richtig talentiert ist, ist Ragnar Ache. Unser junger Stürmer hat sich mit unseren Eintracht Frankfurt E-Sportlern bei FIFA 22 so richtig ins Zeug gelegt. Kostic ganz wichtig links. Alma muss auch mit. Oh, das ist krass. Ist schon spannend, dieser Modus. Du weißt nie, womit du rechnen musst. Wir brauchen jetzt ein Tor, ne? Boah, wahrscheinlich an der Grenze, ja? Was für eine Flanke, oder? Was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir spielen heute FIFA. Wir sind vom Eintracht Frankfurt E-Sports Team. Eamon, Andi und ich, Emil. An meiner Seite Ragnar Ache, mit dem ich jetzt gleich zusammen spiele. Und wir spielen einen neuen Modus. Das ist der Überraschungsball. Aufstellung, okay. Gucken wir mal. Okay. Aufstellung einfach so lassen oder die Formation? Keine Idee. Okay, das ist ganz wichtig jetzt. Mit Sturm, mit Sturm. Boah. Okay. Seid ihr bereit? Seid ihr ready? Ja. Viel Erfolg. Viel Glück. Boah. Wir melden uns aus dem regnerischen Deutsche Bank Park, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Partie. Skala 1 bis 10, wie gut schätzt du dich selber ein? Von 1 bis 10? Ja. 4, glaube ich. Ja. Also die letzten Jahre nicht mal so viel gespielt? Nee. Dann wird es Zeit. Ja. Er trifft sich selber. Achtung. Du kennst deine Stärken. Kopfball? Glück auch, Kopfball, ja. Oder Fuß? Was ist besser? Für mich Kopfball. Kopfball? Kopfball. Hat man gesehen. Mag den! Oh. Das war nicht ich, ne? Was machst du da? Alles gut. 0-1, ich würde mir ein paar Sorgen machen, ne? Denkst, wir kommen noch am Ende, chill. Jetzt die Flanke. Elfmeter? Warte, ohne Wagen. Ey, Ian, mach du, wie heißt? Ich denke, dass ich ohne Pfeil das so gut schaffst. Trapo. Wie gegen Fennet. Das ist halt schlecht. Wir sind jetzt fertig, wir haben sogar gewonnen. Damit hat selbst er nicht gerechnet. Ist top gewesen, war ein geiler Modus, hat Spaß gemacht. Vielen Dank natürlich, dass du dabei warst. Bis, danke, und dass du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Einer probiert seine Fähigkeiten bei FIFA, der andere stellt sich den Fragen unserer Junior-Adler. Und das ist kein geringerer als Christopher Lenz. Er stellt sich 27 Fragen unseres Junior-Adler Jannis. Ich bin Jannis, bin 9 Jahre alt und interviewe Chris Lenz. Wie geht es dir nach deiner Verletzung? Im Moment eigentlich so ganz gut, aber die Verletzung dauert halt noch ein bisschen. Deswegen muss ich ein bisschen geduldig bleiben, was jetzt nicht meine größte Stärke ist, aber sonst geht es mir eigentlich sehr gut. Bist du wieder im Training? Nur im individuellen Training. Also das heißt, ich trainiere alleine im Kraftraum mit unserem Reha-Trainer dann, der mich meistens begleitet und das Training steuert. Und bis zum Mannschaftstraining brauche ich noch ein bisschen. Wer
Wer alle Fragen und Antworten von Christopher Lenz und unserem Junior-Adler Jannis hören will, klickt euch bei Eintracht TV rein. Wer für das kommende Heimspiel am Samstag noch keine Tickets hat, der kann auf eintracht.de vorbeischauen. Wir haben nämlich noch ein paar Restkarten übrig. Ansonsten wird Eintracht FM wieder 90 Minuten mit Live-Emotionen vor Ort im Stadion sein. In diesem Sinne, das war's von Im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Ich würde sagen, auf geht's Eintracht, auf die 3 Punkte, Forza SGE. We'll be right back.